Guten Abend, meine Damen und Herren. Haben Sie jemals darüber nachgedacht, was Vergnügen wirklich ist? Ich meine, wir alle lieben es, oder? Aber was, wenn ich Ihnen sagen würde, dass es alles nur eine Illusion ist? Ja, das ist richtig. Eine Illusion. Stellen Sie sich vor, Sie essen Ihre Lieblingsschokolade. Sie denken, oh, ist das lecker, ich bin so glücklich. Aber in Wirklichkeit sagt Ihr Gehirn, ey, das ist nur Zucker und Fett. Du wirst davon zunehmen. Aber wir ignorieren es und essen weiter. Warum? Weil es uns Vergnügen bereitet. Und da gibt es noch die Leute, die sagen, ich mache Sport für das Vergnügen. Wirklich? Wer hat jemals gesagt, oh, ich kann es kaum erwarten, mich ins Fitnessstudio zu quälen und danach völlig erschöpft zu sein? Das ist so vergnüglich. Niemand sagt das. Wir tun es nur, weil wir denken, dass es uns langfristig glücklich macht. Aber das ist die Illusion des Vergnügens. Wir denken immer, dass das nächste Ding uns glücklich machen wird. Das nächste Stück Schokolade, die nächste Folge unserer Lieblingsserie, der nächste Lauf im Fitnessstudio. Aber am Ende sind wir immer noch unzufrieden. Also, meine Damen und Herren, lassen Sie sich nicht von der Illusion des Vergnügens täuschen. Denn am Ende des Tages ist das einzige wahre Vergnügen Jesus Christus. Amen.